Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Informationsfreiheitsgesetz ist 10 Jahre alt und hat in der Tat einen wichtigen und richtigen Paradigmenwechsel eingeleitet. Es hat dafür gesorgt, dass Bürger die Möglichkeit haben, ohne ein rechtliches Interesse vorbringen zu müssen, Zugang zu staatlichen Informationen zu bekommen. Damit ist das Regel-Ausnahme-Verhältnis umgedreht worden. Hat es bis 2005 noch geheißen, grundsätzlich ist alles vertraulich und nur in einigen Ausnahmen hat man Zugang zu Informationen, so ist das umgedreht worden. Und jetzt ist dem Grunde nach zunächst einmal alles offen und für denjenigen, der es bekommen möchte, erreichbar. Und nur in den Ausnahmefällen kann die Information versagt werden. Und ich meine, dass 10 Jahre Informationsfreiheitsgesetz dazu beigetragen haben, dass die Bürger Vertrauen in diesen Staat festigen, weil er offen und transparent ist. Und diese Informationsgeschichte sollten wir auf alle Fälle würdigen. Dennoch können wir diesem Antrag heute nicht Folge leisten. Das liegt darin, dass er in einigen Punkten gut gemeint ist, aber er ist eben in einigen Aspekten nicht gut gemacht. Ich darf zunächst einmal auf die Frage der Ausnahmetatbestände kommen. Der Schutz öffentlicher Belange ist ein hohes Gut, wenn es um die internationalen Beziehungen, um Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, aber auch um laufende Gerichtsverfahren geht. Und es ist richtig, dass Vertrauliches auch vertraulich bleiben muss, damit der Staat handlungsfähig ist in diesem Bereich. Und davon sollten und dürfen wir keine Ausnahme machen. Wir dürfen auch keine Ausnahme machen bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, weil die Regelung, so wie sie derzeit im Gesetz steht, die richtige ist. Sie sagt nämlich, wenn derjenige, der Inhaber des Geheimnisses ist, der Veröffentlichung zustimmt, kann sie herausgegeben werden. Wenn nicht, muss es geheim bleiben. Warum? Weil Grundrechte betroffen sind, weil es um Eigentumsgrundrechte von Dritten geht und weil wir bei der Frage der Informationsgewinnung letzten Endes auch diese Grundrechte abwägen müssen gegeneinander. Und wir dürfen die berechtigten Interessen Dritter nicht ohne weiteres bloßstellen. Und deswegen sind die jetzigen Regelungen die richtigen. Und wenn Sie sagen, es gäbe zu wenig Informationen, die preisgegeben werden durch den Staat, dann darf ich Ihnen zurufen, dass auch bereits das jetzige Gesetz eine Rechtsweggarantie vorsieht. Und wenn jemand, der eine Information hätte, der Ansicht ist, er hat es widerrechtlich nicht bekommen, dann kann er auch den Klageweg bestreiten. Ich glaube, das ist das richtige Verfahren. Wir werden an diesem Verfahren festhalten. Der zweite Punkt betrifft die Frage der Gebührenfreiheit. Auch bereits jetzt sind einfache Anfragen gebührenfrei und können gebührenfrei gestellt werden. Sie müssen aber auch sehen, dass im Bereich des Bundes Tätigkeiten der Behörden zunächst einmal auch dem Kostendeckungsprinzip unterliegen und damit staatliches und Verwaltungshandeln ja auch nicht allein zum Nulltarif angeboten werden kann, sondern die spezifische Arbeit von vielen Stunden, die wird auch ein Teil durch die Gebühren vergütet. Und deswegen ist es richtig, dass für besonders komplizierte Auskünfte auch maßvolle Gebühren erhoben werden. Zudem diese Gebühren ja auch gedeckelt sind durch die Gebührenordnung des Bundes. Deswegen ist es ein bisschen, ja, ich will sagen, populistisch zu sagen, wir geben die Informationen am Preis, ohne auch dafür Gebühren zu verlangen, so wie es in allen anderen Rechtsordnungen des Bundes ein Kostendeckungs- und Gebührenprinzip gibt. Ich glaube, daran sollten wir auch festhalten. Und zuletzt schreiben Sie in Ihrem Antrag, es geht um Kontrolle staatlichen Handelns. Da haben Sie teilweise nicht Unrecht. Nur ein
Bürger, der informiert ist, kann auch Rechte wahrnehmen und sich selbst so fortbilden, dass er sich in den politischen Prozess einbringen kann. Wir sollten aber nicht den Fehler machen, Dinge zu verwechseln, die keinen Zusammenhang haben. Die Kontrolle von Verwaltungshandeln obliegt zunächst einmal der Verwaltung selbst durch die Gesetzesbindung der Verwaltung. Sie obliegt der Rechts- und der Fachaufsicht und sie obliegt auch letzten Endes der politischen Verantwortung von gewählten oder ernannten Vertretern. Und deswegen ist die Kontrolle staatlichen Handelns nicht allein eine Aufgabe, die Sie durch ein Informationsfreiheitsgesetz erreichen können, sondern das ist eine umfassende Aufgabe. Und deswegen sagen wir, ist es nur ein Mosaik, aber nicht die Quelle der Kontrolle staatlichen Handelns. Meine Damen und Herren, wir werden deswegen, wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dieses Gesetz und die Frage der Transparenz und der Informationsfreiheit sehr sorgsam fortentwickeln. Wir werden bei der Fortentwicklung aber auch die Grundrechte und grundlegende Ansprüche des Staates auf den Schutz vertraulicher Informationen nicht vergessen. Wir werden klug abwägen und eine Lösung finden, mit der wir, glaube ich, in diesem Hause leben können. In diesem Sinne werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Saskia Esken von der SPD-Fraktion das Wort.